Wir sind ja da und gerichtet. Wir sind gerichtet. Hallihallo. Hallo. Ja. Sag was. Ein gutes neues Jahr wünschen wir euch. Ja. Schön, dass ihr den Sprung rüber geschafft habt in die 23 und wieder bei uns da seid. Genau, hallo im neuen 2023. Wir sind in alter Frische, das heißt im neuen Jahr, aber in altgewohnter Frische für euch da. Hallo Marcella, die Chiara ist schon da, wunderschön, wunderschönen guten Abend. Ihr seht, wir sind heute Abend mobil, ich habe euch in der Hand. Und ihr habt immer alles in der Hand. Nein, ich habe nicht alles in der Hand. Ich habe euch heute Abend in der Hand. Hallo, so ganz, ganz viele, ach wie schön, schau mal, die sind alle da, die Christine ist da. Ja, ja. Ah. Wunderbar. Schön. Sehr, sehr schön. Schön, dass wieder so viele dabei sind, dass ihr uns treu ergeben seid. Das ist immer super nett. Wir haben uns auch wirklich gefreut auf heute Abend wieder und ein fröhliches Winken unsererseits. Wir sind heute Abend mobil. Wir sind so, so mobil. Danke für die Herzchen. Aber mir wollte euch im Lade so ein bisschen was zeigen, was die reduzierten Sachen angeht und vielleicht ist eine oder andere, wo man dran vorbeilaufen. Das heißt, die Evi wird jetzt erstmal gleich an den ersten Tisch laufen. Ich drehe gleich die Kamera und dann werdet ihr mich nur noch hören, aber vielleicht komme ich einfach das eine oder andere Mal wieder ins Bild. Ja, ganz bestimmt. Ganz. Und nachher haben wir auch die Fastnachtsstoffe für euch. Gell? Genau. Okay, also. Ganz wichtig. Ich gebe euch jetzt gleich die Evi. Ja, Marsch. Marsch. Na, Moment. Nein, ich hab's noch nicht. Da, da bist du. Jetzt bist du in, guck mal, wie hübsch sie aussieht heute. Ja, dreh dich mal. Ah ja, wunderbar. Ein selber gemachter Pulli und ein Tüllrock, den sie irgendwann vor Jahren mal gemacht hat. Sie findet immer irgendwas, was zusammenpasst im Kleiderschrank. Wenn man so viel näht, hat man immer was passendes. Immer, gell? Ja, immer. Nicht so viel. Ja, wunderbar. Ja, letztes Mal haben wir ja euch den wunderbar tollen Wollstoff gezeigt, wo man schon vernäht hatte. Und jetzt ist sogar der Pulli fertig. Ja, cool. Der ist jetzt fertiggestellt aus der Merino 120. Und, ist der nicht toll geworden? Ja, schaut mal. Richtig. Ah, das ist ein Traum. Die kann so toll stricken. Unglaublich. Bin ja schon ein bisschen neidisch. Ja. Muss ja auch was können. Schau mal, das ist der schöne Wollstoff, dieser ganz weich, weich gewobene. Und es sieht einfach super toll aus mit dem Pullover. Hallo, dein Mann schaut auch zu. Ah, hallo. Ja, und das ist eine absolut tolle Farbe. Das passt also wirklich zu mega viel. Ja, ja, das ist wirklich super schön. Ich mag eigentlich gar kein Braun, gell? Nee, aber du magst keinen Braun. Ich mag keinen Braun, aber im Moment ist alles Cognac. Cognac ist kein Braun. Aber das Cognac, das passt einfach zu allem. Ja, man kann es auch schön reden. Ja, ja, wunderbar. Ja. Also jetzt sind wir beim ersten Tisch angelangt und das sind wir beim Romanichasi reduziert. Wir haben noch keine Schilder, weil es war heute wieder so hektisch. Alles 30%, was ihr da seht. Ja, da haben wir ganz tolle Qualitäten dabei. Wir haben auch ein bisschen Glitzer. Schaut mal, also die nächste Festivität kommt ja bestimmt. Wir haben so klassische Nadelstreifen in Lila und klassisch in Grau natürlich. Wir haben unsere Karo. Karo fehlt auch nie. Ja, Karo ist ganz wichtig dieses Jahr. Und dann haben wir einfach wirklich so noch wunderschöne. Ja, genau. Für tolle Hose, so auch leichte Hose mit einfach so Schlupfhose. Mit Elastan, genau. Ja. Mhm. Bequem und ein bisschen so Kupfer. Kupfer ist das ist wunderschön auch, genau. Kupfer ist kein Braun, gell? Nein. Nein, das ist kein... Na, guck mal, ich bin auch dabei. Wir sitzen mit dem Spiegel mit dem Handy. Okay, wie gesagt, da könnt ihr auch wirklich tolle Sachen machen über Kleider, Röcke oder eben auch eben so Etui-Kleider, die einfach so ein bisschen bequem bleiben. Die Evi, ich zeige euch gerade mal einen Blick durch den Laden. Also da ist jetzt der nächste Tisch, den zeigen wir euch gleich, aber die Evi geht jetzt hier systematisch vor. Ja, immer der Reihe nach. Sind wir hier beim Viskose-Jersey, die bunt gemusterten, die sind jetzt alle auf 30% reduziert. Ja. Da ist aber teilweise das eine oder andere etwas dickere dabei, gell? Guck mal, das hier zum Beispiel. Genau, der. Und den da. Das ist so ein bisschen wie,
wie nennt man denn das, der Interlock-Jersey, ein bisschen wie Interlock-Jersey, und da ist es jetzt viskose Polyester, und die sind einfach so ein bisschen dicker, die sind auch so zweilagig gestrickt, mhm. und die sind ein bisschen dicker, sind zwei Dreiseln dabei, den, wo die Evi da oben hat, ist auch ganz Effekt, aktuell. Wenn hinter schwarz ist, genau. Kann man sowas schön kombinieren. Ja, wunderbar. Und der ist auch fester. Also die Falle wunderbar, da habe ich eine Latzhose gemacht. Genau. Das ist richtig cool. Richtig cool. Aber zwei, drei davon sind auch noch eben in dieser festeren Qualität, die liegen dazwischen. Das ist ein Viskose, ein bisschen ein dickerer Viskose. Ein bisschen Viskose-Crepe ist noch dahinter. Der Crepe ist auch ein bisschen dicker. Den habe ich die Tage angehabt. Ja, der ist wunderschön. Der ist echt schön. Und auch der sieht zwar sieht wirklich ganz toll aus. Der ist richtig rassig. Ja, der ist richtig rassig. Ja. Also da ein flotter Schnitt. Der würde auch wieder zu dir passen. Zu deiner Haarfarbe und so. Ach, den habe ich schon daheim. Echt? Ja. Würde auch zu dem Rock passen, den du da anhast. Habe ich das. Guck mal, also das wird, und guck mal, und die Stiefel passen auch perfekt. Ah, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich bin fasziniert von mir selber. Schnitt. So, ich muss die Geschichte jetzt mal drehen. Die Evi, die schnappt gerade über. Das ist unglaublich. Nur damit ihr mal wieder was anderes seht. Hier nicht mit Rost oder so, sondern ich bin ein bisschen heller heute, wie immer. Und die hat schon wieder nochmal einen rausgesucht. Ich gebe sie euch gleich wieder auf den Schirm. Habt ihr euch erholt? Okay, ich drehe jetzt, die Kamera wieder zur Evi. Kleinen Moment. Da. Hier ist ein wunderschöner Grünton, so Waldgrün mit Türkis und Bünd. Ja, der hat so ein bisschen wie so Spirale, ein bisschen weiß man nicht genau, gell, aber sieht wunderschön aus. Ist auch sehr schön. Ja, ja. Das ist jetzt ein Viskose-Jersey und immer mit Elastan natürlich drin, die sind im Schwellen, formstabil und wunderschön. Ah, der ist auch klasse. Das ist auch ein ganz rassiger. Hast du nicht auch daheim? Ja. Und was sagt uns das? Du hast viele Stoffe, die du gerne vernähen wolltest und der Tag hast so wenig Stunden. So ist es. Gell? Ja, so ist es. Also ja, super schön. Und ganz leicht, einfach auch für den Sommer, sieht er natürlich rassig aus mit einer weißen Hose oder schwarzer Hose. Genau. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, euch auch jetzt für den Frühling oder für den Sommer vielleicht auch schon mit Stoffen einzudecken, wo ihr genau wisst, dass ihr die auch im Sommer anziehen möchtet, kann man einfach schon auch ein bisschen so eine Übergangsgarderobe machen und sich mit schönen Stoffen eindecken. Ach, der schwarze ist auch toll für ein Sommerkleid. Der ist auch toll, genau. Der ist richtig wunderschön. Wunderschön, ja. Und wir haben da noch mehr. Ihr müsst einfach vorbeikommen und alles anschauen. Wie gesagt, die bunte Jersey sind jetzt 30% reduziert. 30%, die Jerseys und die Romanitz sind 30%. Und jetzt kommen wir zum Gewebe. Viskose Gewebe. Und da haben wir gesagt, da machen wir was Besonderes. Und zwar tun wir den auf 40% reduzieren. Genau. Gell? Weil die gemusterte Viskose 40%. 40% auf die gemusterte Viskose, die bei uns hier vorne auf dem Tisch im Lader liegt. Da gibt es jene Muster, so klein gepunktete mit Blume. Ja, den kann man ja am Kleid zeigen. Genau, da hast du noch das Kleid hier, gell? Die Evi rennt zum Kleid. Ja. Da, schaut mal, das ist jetzt dieses Kleid. Genau, und da haben wir diesen großgemusterten mit dieser, das ist so ein bisschen, wie ist das, Olivgrün, gell? Olivgrün-braun da unten mit den Blumen. Dann hat sie ein Kleid draus gemacht, schaut mal, das ist wunderschön. Und das ist jetzt eben dieser Stoff, den ich hier noch liegen habe. Genau. Hier, der hier. Und der ist eben auch für 40% und da ist der Kleingemuschel, den sie dazu genommen hat. Einfach wunderschöne Stoffe, die man toll kombinieren kann. Und wie gesagt, wir machen ja auch unsere Kleider für den Übergang oder für den Winter aus Viskose. Schaut mal, es ist ein ganz ist ein Viskose-Twill, der ist ein bisschen dicker. Und da wir, egal was man für einen Stoff nimmt, kann man ja auch 100 Lage drunter und drüber anziehen. Dann eignen sich auch solche Stoffe wirklich auch für jede Jahreszeit. Das ist jetzt ein Cupro, der ist wunderschön. Der hat so eine ganz seidige Qualität. Obendrauf ist der ganz seidig und ein bisschen dicker auch und eignet sich wunderbar auch für diese Geschichten. Das ist auch ein Cupro, das sind zwei Stück, die wir hier haben. Ich hab mal, das sieht man auch, der glänzt richtig schön und hat so ein bisschen so eine Tarnfarbe, so ein bisschen so Flecken oder so, gell? Ja. Er sieht auch ganz toll aus. Schaut mal, der sieht toll aus. Der hat ein bisschen so Altrosé da drin und so. Man kann ihn auch gar nicht wirklich beschreiben, aber der hat einfach eine tolle
ein toller Griff auch und eine tolle Optik. Und wie gesagt, diese Geschichten gibt es für 40% weniger als der Normalpreis. Genau. So, ich drehe euch nochmal um. Die Kamera ist ein bisschen, also die Kamera am iPhone ist ja irgendwie cool, aber dieses Umdrehen macht sie so ein bisschen, macht sie so ein bisschen träge. Schwindelig. Schwindelig. Ist euch schwindelig? Geht's euch gut? Okay. Alles in Ordnung soweit bei euch? Ist die Kameraführung in Ordnung? Ich muss, also glaube ich, muss noch eine Fortbildung machen in Kameraführung, aber ich mache das jetzt einfach so, wie es geht. Alles gut? Könnt ihr mal kurz winken oder ein kurzes Daumen hoch? Ob es euch in Ordnung, für euch in Ordnung ist, was wir hier machen, dann würde ich auch gleich mit der Evi weitermachen. Okay, vielen Dank für den Daumen hoch, freut mich sehr. Und ich kehre jetzt die Kamera wieder zur Evi. Dankeschön, danke für die Herzchen. Wunderbar, danke Marcella. So, schaut mal, hier sind noch ein paar genähte Exemplare. Diese Karos, die mir verarbeitet habe, das eine ist der Mantel mit diesem gelben Innenfutter, den ich gemacht habe aus diesem grünen Karo-Stoff, der liegt da. Evi, hast du den auch reduziert? Mhm. Der ist auch 30% reduziert, gell? Also das ist ein Mantelflausch in grün und dann haben wir da den orangenen, das ist ein Mantel, der euch ungeführt hat, den hat die Evi gemacht. Ja, aber ich glaube, da ist noch ein Rest. Da ist noch ein Rest da, den habe ich jetzt gerade rausgezogen, schaut mal, den habe ich da noch. Das ist also auch der Mantelflausch von der Evi, auch für 40% reduziert. Und der blaue ist was ganz Ähnliches. Die sind einfach so ganz, ganz kuschelig weich. Die sind 30. Die sind 30%, Entschuldigung. Mantelflausch ist 30. Ja, kann man ja gerade den Tisch zeigen. Ah, wenn man schon da. Wenn ich schon vorgegriffen habe, gell? Ja. Also diese Sachen sind alle für 30% reduziert. Das sind einfach die wärmeren, die Mantelstoffe und auch Strick ist dazwischen. Ja, so Jacquard-Strick, gell? Ja. Das ist, ja. Ja, das ist so. Da ist auch noch ein toller Mantelstoff, so ein dünner. Ja, vielleicht auch wieder für so einen weiten Rock oder so, ja, für einen Zipfelrock oder so was für außergewöhnliche Schnitte, genau. Ja. So was, kurze Jacke. Dann Strick, das ist die Innenseite. Ah ja, das ist die Innenseite. Das ist ein Strick, der hat zwei Seiten. Kann man ein bisschen spielen, auch mit diesen zwei Seiten, dass die eine Seite so und die andere Seite so ist. Der blaue ist genauso, hat eine dunklere Abseite und die hellere Vorderseite. Man kann so ein bisschen spielen. Hast du den da oben auch reduziert? Ja, die sind auch reduziert. Die sind auch reduziert. Schaut mal, das ist ein besonderes Schätzchen. Das ist ein Jacquard-Strick, ein Doppellager, ein Double Face. Das sieht man auch hier an der Schnittkante ganz genau, dass es einfach zwei Lage Strick sind, schaut mal, so zwei dünne Lage, die dann an den Mustern sind, die zusammengestrickt. Und der hat eine wunderbare Kante. Und das ist eine Wolle, gell? Das ist 50 Wolle und 38 Baumwolle. Ah ja, und ein bisschen Poly ist dabei, gell? Genau. Und das ist ein wunderschöner Jacquard, der hat auf zwei Seiten Franzen, der ist auch 30% reduziert. Genau. Ja, da gibt es nochmal sowas in der Art. Ja, der ist auch Jacquard gestrickt. Die sind auch einer Seite ist mehr schwarz und der anderen Seite mehr grau. Und der hat auch wieder diesen Streifen an der Seite und hat auch eine wunderbare kleine Franzenkante, so eine ganz kleine. Und die kann man natürlich wunderschön, wenn man es verarbeitet, nachher mitverarbeitet. Dann gibt es ein paar Mantelflausch, ein paar Flauschige, die nicht aus Wolle sind, für alle die keine Wolle vertragen, wie ich. Ich vertrage keine Wolle und von dem her würde ich sowas auch gerne verarbeiten. Den haben wir, glaube ich, auch erst gezeigt gehabt. Da haben wir jetzt auch reduziert. Diesen wunderschönen, das Gewebe mit diesem Wolleinteil, das so wie so durchgeschossen ist, eigentlich auf der einen Seite mehr und auf der anderen Seite weniger. Und ja. Das ist nochmal so ein Jacquard, gell? Das ist nochmal der. Ah, das ist der vom Rock? Ein bisschen vom Rock ist noch da. Ist ein bisschen da. Das ist jetzt von diesem Rock hier, wo wir gerade eben gezeigt haben. Genau, dann der ist auch so ein doppelter Strick. Genau, der ist so doppelt gestrickt. Wunderbar. Ja, blau, beige. Blau und ein wenig beige, mehr beige. Mhm. Das ist wieder die Evi. Ja, das ist auch nochmal ein Mantelflausch. Das ist auch so ein ganz klassischer Mantelflausch eigentlich. Ein schönes Karo, ein frisches Grün drin und Royalblau. Einfach sehr, sehr schön. Genau, es ist kariert, aber nicht zu sehr kariert. Auch? Jetzt hat es mal eine geputzt. Die ist geladen? Ich bin geladen. Ah. Hast du da unten auch noch reduziertes? Ja, ich zeige euch einfach mal kurz. Wir haben so mit einer Flauschinnenseite. Ich habe auch noch ein bisschen Walk mit Noppen und so weiter. Strick da unten, ein bisschen Messoni-Strick.
Dann gibt's hier Double Face Stoffe, die auf der einen Seite Baumwoll-Jersey sind und auf der anderen Seite wie so ein Softshell aufgearbeitet sind. Scuba. Genau, da, Scuba nennt sich das. Da ist nochmal ein Wollflausch mit gelben Punkten, auch super schön. Dann gibt's ein bisschen Jacquard-Strick, ein bisschen Wollflausch, auch nochmal kariert. Dann habe ich ein Buckle in diesem Petrol. Dann gibt's ein Buckle in diesem Grau meliert und der Buckle da unten, der ist so türkis, ein helle Türkis. Und die zwei da oben, wo die Evi auch gerade in der Hand hatte, und den anderen, das ist ein Merino-Flausch, ganz, ganz kuschelig, weich. Und auch diese hier, Dankeschön, mega hübsch. diese zwei sind aus Merino, 100% Merino. Und auch diese zwei haben wir jetzt einfach für 30% reduziert. Gell? Wir brauchen einfach Platz. Wir brauchen Platz. Die Frühlingsware ist im Anrolle. Ja. Und deswegen muss das einfach, müsst ihr uns helfen, dass wir die zeigen können. Und das geht nur, wenn das alles weg ist. Das ist so. Genau. Ja. Der andere Tisch wollte man noch zeigen, ja, dahinter. Ich habe dich ja vorhin unterbrochen. Ja, du hast mich voll aus dem Konzept. Also das ist nochmal die Viskose, auch noch für 40% reduziert. Er kann doch einfach mal kurz. Den kennen wir doch auf. Und Josie am Kleid. Genau, mein Kleid ist auch noch da. Das kann ich ihr gleich vielleicht zeigen, wenn ich zurücklaufe. Ja, so Blumenstoffe sind einfach schön. Ja, den habe ich auch mal als Kleid verarbeitet, ist wunderschön. Ja. Dann gibt es noch ein bisschen mit Glitzer, ein bisschen Batik, da ist noch rechts und blau. Noch, ja. Ein ganz kleiner Rest mit Batik, ein Jeans-Look. Ja. Ja. So, das sind jetzt einfach unsere Viskose noch. Und dann laufe ich mit euch mal kurz zu meinem Kleid. Genau. Ich weiß jetzt auch mal, haben wir neue Wolle gekriegt? Nee, gell? Nee, nicht großartig. Also es kommt der eine oder andere von ferner Wolle, kommt diese nochmal? Ja, ich zeige euch mal Kleid noch, kurz nochmal das Kleid. Schaut mal, der Stoff von dem Kleid, das habt ihr ja gerade eben gesehen, den Stoff habe ich auch noch da. Also wenn ihr da Interesse habt an diesem Stoff, einfach melden und wir werden euch beglücken mit dem richtigen Stoff. Evi? Ja, eben, das war die Ferner, die Sockenwolle mit Seide, die sechsfädige. Die ist schon fast komplett ausverkauft. Die ist fast komplett weg. Ich bekomme sie nochmal. Ah, wie schön. Also in dem Grün, in Rost, in Grau und in Blau kommt sie jeweils nochmal. Da haben aber Leute gar keine Socken draus gestrickt, gell? Pullis und Jacken und also Mütze, Schals. Ja. Die ist so wunderschön weich. Genau, wir haben die wirklich tatsächlich fast nicht für Wolle verkauft, sondern für andere Dinge, gell? Ja. Die ist einfach so. Ist super schön. Angenehm. Und die Sachen werden einfach nicht so dick. Ah ja, genau, wird auch dazu passen. Ja. Die Stricksachen werden nicht so bollig dick, sondern die werden schön weich, sodass sie auch gut unter Mäntel und Jacken passen. Gell? Ja. Also die kommt auch nochmal in die Farbe. Wunderbar. Ja. Dann haben wir. Ja, klar, und die Merino-Wolle von dem Pulli, den ich gestrickt habe. Die haben wir hier. Ah, Moment. Jetzt wird's euch gleich schlecht, weil ich euch hin und her. So, das ist jetzt die Merino, die 120. Und die gibt's wirklich in unendlich. Ich gebe euch mal kurz einen Überblick für alle die vielleicht unseren Laden nicht kennen. Das ist alles Merino 120. Das ist Merino 120. Bis dahin, bis zu dem Senfgelb. Merino 120 gibt's dann auch in so Melange-Tönen. Schaut mal, das ist Merino von Schachelmeier. Auch in Melange, im Farbverlauf. Guckt mal da, das ist schon wieder Sommer. Das ist schon wieder Sommer. Oh, ist ein Traum. So. Und das ist alles Merino 120. Schaut mal, das ganze Regal von weitem, das sieht wirklich wunderschön bunt aus. Und das ist die Wolle, wo die Evi den Pullover gestrickt hat. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir zu Narinaro. So gehen wir zu Narinaro. Ich gebe einfach kurz einen Einblick in unseren Laden. Wir haben die Kasse umgebaut. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal bei uns war. Die Kasse steht jetzt woanders. Die ist hier, die Evi da hinten. Dann haben wir da hinten die ganze Wand mit dem Kurzfahren. Wir haben Spitze, wir haben noch ein bisschen Stepper und ein bisschen von dem flauschigen Kunstfell haben wir noch da. Das ist unsere Kurzwarenecke. Schaut mal, die ist also wirklich sensationell. Ganz toll. Und dahinter haben wir, wir haben Stickfaden gekriegt. Den Stickfaden. Wir haben ein ganzes, komplettes Sortiment der Maschinenstickgarne von Gütermann. Dieses Super Bright Polyester haben wir jetzt, die ganze Farbpalette da.
nur damit das gesehen. Die haben, da haben wir noch ein bisschen was Flauschiges, ein bisschen Stepper, der auf der Innenseite auch noch blau ist. Aber nicht reduziert, das sind reguläre Waren. So, damit die auch wissen, wo sie hier sind. Unsere Jerseys, Kinder-Jerseys. Musselin liegt hier noch. Da bin ich wieder. So, Evi, wo bist du? Ja. Haha. Womit möchtest du anfangen? Sollen wir uns da? So, ich probiere euch jetzt an unseren, wie heißt das Ding? Weiß ich nicht. Ich einzuklemmen. Und ich versuche euch jetzt da in das Stativ einzuklemmen, ohne. Und falls das nicht klappt und wir sind weg, dann sind wir gleich wieder da. Genau. Falls es nicht klappen sollte, ja, machen wir es neu. Ah. Moment, das müssen wir uns positionieren. Gar nicht so blöd, gell? Also, das ist gar nicht so blöd, das ist jetzt genial. Ich meine, wir haben das jetzt sensationell hingekriegt. Also der Übergang von einem zum anderen. Der fliegende Wechsel. Der fliegende Wechsel, so ist das. Ja, und jetzt sind wir in der Faschingsecke. Vielleicht noch ein bisschen näher, dass man die Farbe ein bisschen mehr sieht. Also, es gibt Tüll, es gibt Satin, es gibt... Ja, so süß. Das ist wie bei einem alten Ehepaar. Man liegt immer auf derselben Seite im Bett. Und wenn der andere auf deiner Seite liegt, denkst du, was macht der in meinem Bett? Und so geht es uns mit den Seiten vor der Kamera. Ja. Was es gibt? Es gibt viele so Polyester mit... Ein Jersey, Folie-Jersey, das war das Wort, genau. Da gibt es ja viele verschiedene. Und dieses Jahr ist ja wohl die 70er wieder total angesagt. Gell? Ist deine Zeit, oder? Ja. Also ich bin da im Kindergarten gewesen. Haha. Ha. Ja, 70er ist von 1970, oder? Bis 70. Von 70 bis 79. Eigentlich. Okay, da war ich schon in der Grundschule. Ich bin ja 72 eingeschult worden. Also dann war das nicht so ganz richtig, sondern ich war dann auch. Okay, ja. Mega. Dankeschön. Dankeschön für die Komplimente. Ah, das ist auch so toll. Ja, ist auch super schön. Ja, genau. Das ist ganz geblendet. Ja, ich ganz geblendet. Sieh mal da an der Ecke. Ist also wirklich mega elastisch. Das heißt, ihr könnt da wirklich also hautenge Outfits machen oder das bewegt sich alles mit. Da kann man einfach Tolles machen. Auch ein weiter Umhang oder sonst irgendwas. Da glänzt man auf jeden Fall. Unbedingt. Ja. Und da gibt es ja noch mehr. Da gibt es noch mehr, ja. Von den Folien-Jerseys. Ja, ja, ah, guck in mal. Sämtlichen Farben. Ah, der ist so grün. Man muss sich ja auch so seine Lieblingsstücke raussuchen. Der ist so mega, mega grün, schaut mal. Also der ist so grün, dass man schon fast nicht mehr hingucken kann. Aber das ist einfach so eine Knallfarbe. Und ganz ehrlich, sind wir nicht alle so ein bisschen scharf drauf, einfach mal wieder zu feiern. Also wir waren jetzt Silvester weg. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dieses Bild, was es von uns heute gab, das war auf unserer Silvesterparty, wo wir unterwegs waren zum Tanzen mit unseren Männern. Und wir haben den Abend so genossen, es war einfach nur schön. Es war schön, wir haben getanzt, wir haben ein bisschen Wein und Sekt getrunken und ich bin um 4 ins Bett gegangen und ich habe ungefähr 2 Tage gebraucht, um wieder auf die Füße zu kommen. Man wird älter, aber es war trotzdem eine geile Party. Gut, und, so, ja. Und so ähnlich geht es uns wahrscheinlich auch zur Fasnacht wieder. Also das ist auch so ein Folie-Jersey. Das ist mega, mega elastisch, schaut mal so. Und, aber diese Folierung da oben drauf, die reißt nicht. Die ist also wirklich eine schöne Qualität. Das könnt ihr wirklich gut machen. Und wenn ihr so ein Kostüm auch, Frosch, genau. Christian, du kannst als Frosch gehen. Das ist wunderbar, toll, toll getarnt. Und diese Kostüme sind auch schnell gewaschen und wieder einsatzbereit. Also für mehrere Abende geeignet, gell? Genau, ja. Da haben wir noch was mit Paillette. Das ist auch ein Folie-Jersey. Und da glitzert man natürlich noch mehr. So wie das Licht kommt, da bricht sich das Licht drin. Ja, und das ist so ein schöner, leichter Fliederton. Gibt es auch noch in anderen Farben. Und wo habe ich die hingesteckt? Da. Ich habe heute umgeräumt, muss erst wieder suchen im Schrank. So, pinkfarbene Mitnehmen, oder? Ja. Und ich sehe gerade noch ein mega 70er Stoff. Ein 70er Stoff.
Gräusernen. Ah, der ist aber so cool. Boah, ist der cool. Und da könnte man natürlich im Sommer auch Sommerkleider, also so Badekleider draus machen. Unbedingt. Gell? Ist das dasselbe? Nee, ich dachte, das ist der Ende. Ja, schaut, das ist auch so. Aber der ist so cool. Ich habe den gerade eben auf dem Tisch gesehen und ich habe einfach nur ganz kurz angefasst. Aber die Farben sind so genial. Und das ist jetzt kein Folie-Jersey, das ist einfach... ein Polyester-Jersey, gell? Genau. Also, was man da, daraus aus so einem Polyester-Jersey natürlich auch machen kann, sind Sportklamotten. Weil der ist tatsächlich also gut elastisch in eine Richtung, in die andere Richtung nicht zu viel, aber so eine Sportleggings oder so, oder das wäre, also im Fitnessstudio, also das sind da der Hit, unglaublich. Und der ein oder andere Uni in der Qualität haben wir natürlich auch. Ja, genau. Ja. Das ist wunderschön. Und das ist jetzt da. Das kostet alles, aber. Haben wir nichts gesagt, gell? Nee, haben wir nichts gesagt. Nee, aber ich denke, die Stoffe sprechen für sich und die sind eigentlich auch immer moderater Preis. Eigentlich immer. Diese Fastnachtsstoffe sind alle immer gut bei diesen hier. Der kostet jetzt 14,90 Euro der Meter. Yes, genau. Die Marcella macht auch. freut uns, dass ihr das gefällt. Super. Da haben wir jetzt nochmal der eine, wo die Evi gerade gezeigt hat, mit diesen Schimmernden in dem. Was hast du gezeigt? In dem Lila. Da habe ich dann noch einen Pinkfarbe, der ist auch wieder mit diesen aufgedrungenen Paletten. Das heißt, da kratzt auch nichts. Das ist wieder so, der Jersey selber hat diese eine Farbe. Das heißt, da schaut auch nichts Weißes unten durch. Und dann habt ihr einfach diese Paletten. Okay, wunderbar. Okay. Ah, da muss morgen noch mal jemand vorbeikommen. Ja, wir sind hier. Wir zeigen euch das super, super gerne. So, neue Ballonseide der 80er Jahre nicht mehr zu sehen. Die Neon-Ballonseide, habe ich gehofft. Naja. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, Christian, und das ist mega aktuell. Und ich meine, wir können das tragen. Ja, und sowas gibt es natürlich auch mit Leo-Muster in Pink. Ja, ja. Ah, das ist super. Richtig, das ist so super, Schlange-Optik noch drauf, mit Paillette zusätzlich. Also auch voll im Glitzertrend. Und dieser kostet auch nur 14,90. Ja, aber wenn der Christian dann das Leo-Muster nicht mag, dann zeige ich euch nochmal einer. Das ist ein Polyester, gell? Ein Polyester-Gabardin. Genau. So, für alle die diese Hippie-Zeit nicht mögen wollen oder das nicht mehr sehen konnten, ich habe nochmal einen, der ist mindestens genauso gut. Das ist jetzt ein Gewebe. Das ist ein Polyester-Gewebe, also nicht elastisch, aber für all die weiten Sachen oder für einen Hosenschlag oder für so eine Tunika mit Schlitz oder irgendwas. Schaut mal, es sieht ja nicht mega aus. Also für alle die diese Hippie-Zeit, diese Sturm- und Drang-Zeit einfach nochmal leben wollen, sich einfach bunt anziehen möchten, ganz unkompliziert, richtig, richtig schön. Da einfach der schöne Stoff dazu. 100% Polyester und der Preis ist 12,90 Euro. Also dieser Spaß ist wirklich auch zu erschwinglichen Preisen zu haben. Ja, da gibt es natürlich auch was ganz Klassisches. Wenn man von Faschingsstoffen klassisch reden kann. Dieselbe Qualität mit so einem Kartenspielmuster. Das war früher in den 50er, hatte man war das ganz groß. Mit solchen Kleider, ausgestellte Röcke und so Karte ausgeschnitten und in das Gesicht geklebt. Da warst du die Herzdame, oder? Ja. Klar. Und auch der ist 12,90. Schwarzgrundig mit dem bunten Kartenspiel. Genau. Und da wir ja gerade von Klassik, also wenn man bei der Fastnacht von Klassik reden kann, dann darf der Karneval in Venedig nicht fehlen. Natürlich kann man mit all unseren Stoffen wunderbare, richtige Kostüme, wallende Kostüme, wir haben nachher auch noch so ein paar Brokatstoffe, die auch wunderbar geeignet sind für diese klassischen Sachen, wie sie in Venedig zu sehen sind. Aber dieser Stoff hier, das ist glaube ich sogar eine Baumwolle, wenn mich alles täuscht. Genau, das ist eine 100% Baumwolle. Der ist schwarzgrundig und da sind diese venezianischen Masken aufgedruckt. Schaut mal, nicht so groß, aber wunderschön bunt, eine wunderschöne Ausführung. Das ist richtig, richtig schön. Da habt ihr den Karneval in Venedig einfach schon mal als Maske auf dem schwarzen Baumwollstoff und da könnt ihr euch alles Mögliche und könnt den toll kombinieren mit anderen Stoffen natürlich. Und die Evi zeigt euch jetzt gleich noch mal ein paar Brokatstoffe, wo man natürlich zusammen mit Tüll und mit anderen Dingen auch wunderschöne Roben à la Venedig zaubern kann. Oder so auch Harlekin mit diesen diese weiße Harlekin. Brokat. Ja. Oder schöne weite Kleider, so
Rokoko-Kleider, ja, oder genau. Prinzessin. Das ist venezianische. Genau, das ist jetzt so ein schönes Silber, das glänzt auch richtig toll. Der ist 17,90 und den gibt es noch in Türkis und in zwei anderen Farben. Grün, glaube ich, noch. Ach, schaut mal. Das ist wieder dieses typische, dieses... ja, ich hatte das Border Faschingsheft in der Hand. Das wollte ich euch nachher zeigen. Irgendjemand hat mich beobachtet, ja, aber ganz genau. Bleibt auch nichts verborgen. Unglaublich. Schaut mal, diese Brokatstoffe sind natürlich von vorne und von hinten schön. Ist mit einem Metallicfaden gemacht. Wunderschön hier gezeichnet und gewebt. Und genau. Und das ist auch wieder ein schöner fester Stoff. Das heißt, man kann Kostüme mit viel Stand machen. 17,90 Euro. Ja. Dankeschön. Und gibt es natürlich auch in Lila. Ah. Schau, schau, auch mega. Guck mal, ich habe in Lila. Halt den mal in der Hand fest. Ah. Jetzt kommt die Tüll. Jetzt kommt irgendwie, man muss ja immer so ein bisschen was kombinieren. Und man kann natürlich, also, ja, schaut mal, wenn man dann so was Leichtes, Changierendes da drüber macht, da kann man sich dieses Rokoko oder dieses venezianische Kostüm schon, oder eine edle Prinzessin, irgendwas, ein edler Prinz, aber sieht das nicht toll aus? Und das ist so ein Changierende, das ist sowas wie ein Tüll oder so. Ja. Auch so Changieren, hat einfach diese Multicolor-Fäden da drin und einer ist ein lila und der ist so Changierend und ist wirklich so, auch so voluminös, ist Polyester natürlich, wir reden von Polyesterstoffen, ist auch transparent, schaut mal. Und da, Anna und Elsa zu Fasching, naja, da haben wir ja bestimmt, wir haben Stoffe hier, komm einfach vorbei, wir werden was finden, schaut mal, das ist doch eine wunderbare Eisprinzessin. Ah, Paisleys, genau, Marcella, Paisleys war da drauf, dankeschön. Und Silber zur Silberhochzeit, man kann natürlich auch Silber, ein Silberhochzeitpärchen machen zu Fastnacht. Oder auch unterm Jahr natürlich, wie ihr möchtet. Okay, danke, danke. Und da habe ich gerade ein Kompliment bekommen, weil die Stoffe so schön zusammenpassen. Das ist einfach unser Steckenpferd, gell? Dass wir einfach so gerne und so schön kombinieren. Und wir haben tatsächlich Kundschaft, die sagen, wir kommen zu euch, ihr kombiniert uns das so toll und so zuverlässig, dass es auch immer schöne Ergebnisse bekommt. Und das ist das Wichtigste, dass unsere Kundschaft dann auch schöne Ergebnisse hat mit dem, was sie bei uns mitgenommen haben. Ja, heute hat die erste Kundin gesagt, ach, da kommt man rein und man fühlt sich wohl. Genau. Wir hatten es davon von einer Stimmung in den Läden und sie hat gesagt, bei uns ist immer eine gute Stimmung und sobald man zur Tür reinkommt, wird man eigentlich von der guten Stimmung angesteckt und das hat uns wirklich sehr, sehr freudig, also hat uns sehr gefreut heute Morgen, gell? Genau. Haben wir da einen Preis zu diesem dünnen Tüll? 10,90 Euro. Der liegt aber nur 1,15 Meter breit und Dankeschön für die Herzchen. Meter ja, 15. Eben. Tüll gibt es natürlich in verschiedenen Varianten. Ja, ist mal so ein bisschen ein Exemplar, was man draus machen könnte. Einfach so ein schräger Rock über irgendwas drüber. Die gibt es in verschiedene Farben, in dem Gelb, in Weiß, in dem Grün. Das glänzt natürlich mega. Gell, ist auch wirklich so schön dünn. Genau. Gell, das schimmert dann einfach so. Pink noch da oder weiß mit bunten Tupfe. Ja, das ist auch wunderschön. Das ist doch auch schön, wenn man es einen Clown macht. So irgendwas. Genau. Ja. Genau. Oder natürlich für die Prinzessin. Für den Glitzertüll. Ah, okay. Ja. Ja. Glitzertüll für Prinzessin. Den gibt es einfach mit Goldpunkte drauf. Und den haben wir noch. In weiß mit Silber. Und ah ja, das ist ja auch ein Traum. Genau. Ja. Das ist jetzt der weiße Tüll mit silbernen Punkten. Schaut mal, der ist einfach wunderschön. Genau. Dankeschön, die gute Stimmung. Vielen Dank. Wir haben auch, aber das liegt natürlich daran, dass wir einfach so ein tolles Verhältnis haben untereinander. Ich habe so eine tolle Chefin, ich habe so einen tollen Chef. Das macht so viel Spaß. Und ich arbeite schon über 7 Jahre für die zwei. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich zur Arbeit gehen muss, sondern ich darf einfach daherkommen. Ich habe immer Spaß und sich ein bisschen nach Hause kommen. Und das ist ein Geschenk und das kann ich wirklich einfach nur so weitergeben. Demnächst zahlt sie noch Eintritt, wenn sie schaffen will? Nein! Ah, nein! Das, also, ja, ich wollte auch noch ein Kettenhemd. Ein Kettenhemd. Stoff für Kettenhemd. Man kann natürlich auch was für eine Ritterdame oder sowas nähen. Das ist, oder für die nächste Silvesterparty. Ja, das war jetzt ein bisschen warm. Aber ja, so für eine schmale Hose drunter und irgendwie ein Ledergürtel so. Und dann ist doch
oder eine Schwert dazu, dann ist genau. Das oder eine Lederhose. Perfekt. Man hat vielleicht irgendwo noch eine alte Lederhose, eine Kunstlederhose. Genau. Schaut mal, das ist einfach ein Netz. Man sieht ja meine Hand. Das ist einfach ein Netz. Und dann kann man natürlich einen Teil darunter vielleicht unterfüttern mit einem Jersey oder so, damit man nicht alle Geheimnisse sieht. Und einen Teil davon einfach offen lassen. Dann gibt es einen tollen Effekt auch. Und ihr habt einfach eine sensationell coole Verkleidung mit relativ einfachen Dingen gemacht. Gell? Oder eben mit Netz kombiniert. Mhm. Ja, geht alles. Geht alles. Ja, dann haben wir noch eine tolle Paillette in Schwarz-Silber. Paillette in Schwarz-Silber, die ist neu, gell? Wir haben eine neue Paillette in Schwarz-Silber. genau, die ist sensationell. Die haben wir miteinander rausgesucht. Gell? Mhm. Schaut mal, ist das nicht... Das ist mega Palette, oder? Schaut mal. Bei jeder Bewegung gibt es da irgendwie eine andere Ansicht auf diese Palette. Und die haben wir uns rausgesucht, weil die Rückseite nämlich schön weich ist. Und das sind aufgetragene Palette, so Folienpaletten auf den Stoff. Die sind aufgeklebt und die sind ganz weich. Schaut mal, das ist so. Das heißt, ihr habt nicht dieses spezielle Palettenkratzgefühl. Nee, das ist ein schöner, weicher Jersey. Und der ist wirklich... Genau. Fließend, und schaut mal, wie das glitzert. Das ist sensationell. Ja. Oh, das hat der Star auf jeder Party. Ja. So ein Astronaut. Astronaut. Space Girl. Ja, wunderbar. Was haben wir da am Preis dazu? Soll ich irgendwas sagen dazu? Kannst. Wenn ich einen finde? Ja. Die hat ihn versteckt. Ja. Der ist 18,90 Euro. 18,90 Euro, aber mit dieser sensationellen Effekt 18,90 Euro, wie gesagt. Mhm. Das ist also wirklich super schön. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch Folien-Jersey mit Fischmuster oder mit dem Schuppenmuster in diversen Farbstellungen. Einmal grün, blau. Da ist auch blau, hinter haben wir noch mit grün. Das ist das, was die Evi da in der Hand hat. Genau. Und dann gibt es noch so Effekt. Folie. Ja, die ist. Haben wir die wieder? Wir haben die gleich auch. Ja, die ist genau, ganz ähnlich. Ist so ganz ähnlich. Ja. Ja. Da kann man doch auch schöne Effekte erzielen, weil das steht schon alleine, da muss man auch nichts versäubern oder verstürzen. Hört ihr das? Genau, das ist wie ein besseres Papier, aber das Set, das ist auch wirklich schon gewaschen und es hat alles überlebt. Mhm. Das Kostüm haben wir tatsächlich auch schon angehabt. Ja. Und man kann eine Flosse machen, Wir waren damit schon tanzen und haben wirklich also tolle Komplimente bekommen. Überlebt. Man hat uns gefragt, von welcher Guckelmusik wir sind. Wir sind keine Guckelmusik, wir sind privat. Also, da haben wir das ganz, ganz ändere, das ist so. Und Rolf, das ist rostfrei. Ja, die Paletten sind rostfrei, genau. Kanister? Keine Ahnung. Also, als Kanister gehen mit dem, ja, kann man auch. Also Knister. Es knistert, genau. Das knistert und es ist einfach wunderschön. Kann man ganz tolle Effekte machen, Flossen oder irgendwas drauf machen. Ist wirklich cool. Das ist eine Noppenfolie. Das nennt sich Noppenfolie und wir haben einen Preis von 18,90 Euro und das ist 1 Meter breit. Und das habe ich noch in einer Reptiloptik. Das zeige ich jetzt auch noch schnell. Schaut mal, das ist auch diese Folie. Auch diese Knister. Genau, Knisterfolie in diesem Reptiloptik, schau mal, in grün, in Rost, alles mögliche, türkis. Das ist einfach eine wunderschöne Effektfolie, die man überall anbringen kann. Und auch das hier, da sind wir beim Preis von 15,90 Euro für diese Folie. Evi? Ja, ich wollte euch noch ein Tüll zeigen. Also Tüll haben wir in verschiedenen Varianten. Das ist jetzt ein schwarzgrundiger Tüll mit Goldpunkte. Das ist natürlich einmal, das rundet einfach das Kostüm ab. Wenn man da irgendwo ein bisschen was drüber macht als Effekt, ein Puffärmel oder weiß ich was, gibt es einfach das gewisse Etwas. Und den Kleidertaft haben wir in verschiedene Farben. Genau, ich zeige euch einfach mal das Schwarze. Schwarz, das ist Anthrazit, das ist nicht ganz schwarz, aber das ist so ein Taft, so ein gekrinkelter aus Polyester. Und da kann man also wirklich auch wieder Roben machen oder wie auch immer. Also wirklich tolle Sachen. Die sind halt... bügelfrei und die kann man waschen und wieder anziehen, sind schnell wieder trocken, die nehmen einem nichts übel und da kann man auch ganz viel, auch mit Raffungen und mit allem Möglichen machen, weil man das eben nicht bügeln braucht, kann man da wirklich viel Sachen mit Stand und mit Raffungen und mit Pluder, einfach wirklich richtig, richtig schön. Da haben wir einen Kleidertaft und den haben wir auch noch in anderer Farbe, da? Ja. Ja, da haben wir in da Grün und in Blau und in Gelb und Rot und Türkis, also ist alles Mögliche da, das ist jetzt einfach nur eine Variante.
Und der kostet jetzt 12,90 Euro. Ich glaube, die sind alle so mehr oder weniger um den Preis. Wir haben ein bisschen unterschiedliche Lieferanten und deswegen kann der Preis etwas variieren. Genau, dann gibt es noch Panisamt und Faschingssatteur, Faschingsgabardin in verschiedenen Farben und auch so peruanische Muster, genau. Wenn man jetzt einfach nur ein Poncho machen möchte und einen Mexikanerhut aufzieht. Mexikanerhut, dann, genau. Ja, das gibt es auch, einfach vorbeischauen. Wir haben und, natürlich auch Tüll, wir haben Softtüll und eine normale Fastnachtstüll. Ne? Wir haben Tüll in alle Varianten, in allen möglichen Farben, das haben wir da. Und ich bin vorhin gefragt worden, ob ich den Borda, den hatte ich natürlich auch da, den Borda Faschingskatalog. Wir haben immer die aktuellen Borda-Kataloge da und eben der Faschingskatalog ist auch da. Da sind eben alle möglichen Dinge. Da könnt ihr einfach mal reingucken, wenn ihr noch eine Idee braucht. Und die Schnittmuster haben wir natürlich auch da, die haben wir immer da, die können wir auch herausgeben. Effi? Ja. Jetzt sind wir fertig. Wir sind fertig. Hofft, es war was dabei für euch oder Inspiration für die Fasching oder für die Kinder, was die gern machen möchte. Dann kommt da vorbei, vielleicht kriegt ihr noch eine Idee. Ja. Sonst helfen wir dabei. Wir helfen ganz gerne. Ja. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Dann, wenn ihr wollt, bis nächsten Dienstag. Lassen wir uns wieder was einfallen. Ah, ich werde einfach die nächsten Wochen bis Fastnacht werde ich einfach jedes Mal am Dienstag ein anderes Kostüm anhaben. Wie findet ihr das? Ich ziehe jedes Mal am Dienstagabend ein Fastnachtskostüm an, nur für euch. Und dann habe ich das an und dann könnt ihr gucken. Dann muss ich meine Fastnachtskiste gucken und dann bringe ich jedes Mal eins mit. Ja, das mache ich. Okay. In also diesem dann Sinne. Schönen Abend, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Winke, winke. Schön, dass ihr dabei wart.